Herr Professor Thomsen, lieber Christoph, der ESMO 2021, der Europäische Krebskongress, ist zu Ende gegangen und erfreulicherweise hat Frau Professor Sibylle Leubel einen Vortrag halten dürfen und da ging es um die neoadjuvante Therapie, also vor der Operation und die Zunahme von Carboplatin, ja oder nein. Was wurde da genau untersucht und was ist dabei rausgekommen? Ja, liebe Renate, herzlichen Dank für diese Frage. Der ESMO ist ja inzwischen der ASCO von Europa, also wirklich tolle Vorträge. Und zu diesen tollen Vorträgen gehörte auch der von Sibylle Leubel für die GBG, beziehungsweise die Studiengruppe, die diese Studie durchgeführt hat, die Brightness-Studie. Und ich meine, dass Sibylle Leubel 1, 2, 3 Vorträge hält und auch dann 2, 3, 4 Moderationen macht, das ist ja eigentlich inzwischen schon Standard und wir sind daran gewöhnt und sie macht das ja auch perfekt. Bei dieser Studie ging es um die neoadjuvante Therapie beim triple-negativen Mammakarzinom. Also Sie wissen ja, eine Erkrankung, die recht aggressiv ist und wo man irgendwie versuchen möchte, durch die neoadjuvante Therapie die Erkrankung unter Kontrolle zu bekommen, in der Form, dass man nachschaut, wie der Primärtumor verschwindet und man dann weiß, ob man die Therapie noch modifizieren muss später oder nicht. Die Medikation, die wir heutzutage typischerweise einsetzen, ist ein Paclitaxel, also ein Taxan, ein Eibenrindenextrakt und dann ein Anthracyclin, das heißt Epirubicin, so eine rote Lösung und dann ein ganz altes Medikament, das heißt Cyclophosphamid-Endoxan. Das sind die Medikamente, die in der Sequenz eingesetzt werden, meistens erst für 12 Wochen das Paclitaxel und dann anschließend 4-mal diese Kombination aus Doxorubicin oder Epirubicin mit Cyclophosphamid. Und bei dieser Kombination sehen wir in, sagen wir mal, 45% der Fälle, dass der Tumor vollständig verschwindet. Ich denke, das muss man sich mal auf der geistigen Zunge zergehen lassen. Wir geben ein bisschen Medikamente und die Tumoren, auch sehr große Tumoren, können vollständig verschwinden. Sehr große Tumoren meine ich, auch Tumoren, die 5 cm groß sind oder so, haben wir schon gesehen, dass die verschwinden. Der Pathologe findet dann in der Mikroskopie keine Tumorzelle mehr und das wird dann als pathologisch komplette Remission bezeichnet. Das Interessante ist, dass diese pathologisch komplette Remission beim triple-negativen Mammakarzinom dann den Patienten auch Aussicht geben kann, tatsächlich gesund aus der ganzen Geschichte rauszukommen. Also die Verläufe unterscheiden sich dann nicht mehr von denen von normalen Brustkrebsen. Und wenn so 2, 3 Jahre da rum sind, dann kann man schon ziemlich sicher sein, dass man das Thema abhaken kann. Deswegen versuchen wir natürlich, diese pathologisch komplette Remission immer weiter zu steigern. Und wir wissen, dass wir mit einer Zugabe eines weiteren Medikaments, eines Platinsalzes, Carboplatin heißt das, zu dem Paclitaxel diese Effektivität der Chemotherapie nochmal so um 5 bis 10% steigern können. Also so zwischen 50% und 55% sind so die Ansprechraten im Sinne der pathologisch kompletten Remission nach einer platinhaltigen Chemotherapie. Insofern sind wir schon sehr dahinterher, das Platin einzusetzen. Es fehlt uns bisher aber Evidenz dafür und Frau Professor Leubel aus der GBG hat nun zusammen mit einer großen internationalen Gemeinschaft bekannter Namen aus Amerika und anderen europäischen Ländern eine Studie aufgelegt, wo sie verglichen hat, eine carboplatinhaltige Chemotherapie mit dem Standard Paclitaxel, Epirubicin, Cyclophosphamid, verglichen hat mit dem Standard alleine, eben nur Paclitaxel, Epirubicin und Cyclophosphamid. Und sie konnte eben sehr schön zeigen, dass diese Platin-Therapie nicht nur das Ansprechen verbessert, sondern eben auch das Event, das ereignisfreie Überleben. Nach 4 Jahren waren die Patienten mit einer Therapie ohne Platin etwa zu 69% rezidivfrei, ereignisfrei, rückfallfrei und die Patienten, die eine platinhaltige Therapie bekommen hatten, waren dann zu 79%, also 10% absolut mehr frei von irgendwelchen Ereignissen, die was mit der Brustkrebserkrankung zu tun haben. Das ist insofern ein extrem wichtiges Ereignis. Das Gesamtüberleben, da hat man noch keinen Unterschied gesehen. Ganz wissen wir es auch noch nicht einzustufen, welche Ereignisse wirklich von Platin kontrolliert werden, ob es die Fernmetastase sind oder mehr die regionale Erkrankung. Aber
eventfreies Überleben um 10% verbessert. Ich denke, das ist schon mal eine Hausnummer, die wir mit nach Hause nehmen können. Kleiner Nebensatz noch zu der Studie, die war eigentlich konstruiert worden, designt worden, um zu zeigen, dass der PARP-Inhibitor Veliparib noch weiterhin zusätzlich einen Effekt hat in dieser Kombination. Aber die Unterschiede ergaben sich in dieser Studie wirklich nur zwischen dem Platin und dem Paclitaxel. Und die zusätzliche Gabe von dem Veliparib hat nur mehr Toxizität gemacht, aber kein bisschen Verbesserung der Ansprechrate und der Event der ereignisfreien Überlebensrate, sodass man klar sagen kann, in diesem Fall sind wir erstmal gut dabei, wenn wir eine vernünftige Chemotherapie machen, bestehend aus Platin, Taxan und Anthracyclin mit Cyclophosphamid. Und das sehen wir dann auch für zukünftige Studien, wo ja die Immun-Checkpoint-Inhibitoren auch eingesetzt werden und geprüft werden, dass der Backbone praktisch, also die Basistherapie, gerade bei der KEYNOTE-522, dann auch schon eine solche Therapie war, bestehend aus den Platin und den Medikamenten, die ich gesagt hatte. Und obwohl eben diese Therapie so hochwirksam ist, konnten die Immun-Checkpoint-Inhibitoren noch was draufsetzen. Also insofern denke ich schon sehr wichtig, dass man auch die Chemotherapie, wenn man sie denn braucht, auch wirklich ideal gestaltet. Gilt das jetzt für alle triple-negativen Brustkrebse? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ja plötzlich, und das war ja das Interessante bei diesem ESMO, ganz viele Medikamente in der Hand für die triple-negative Karzinom. Statt der Standardtherapie haben wir jetzt Platin noch zusätzlich. Statt keine Antikörper wie früher, haben wir jetzt plötzlich mit den Immun-Checkpoint-Inhibitoren Antikörper in der Hand, mit denen wir die Sache kontrollieren können. Und wenn bei den Patientinnen eine BRCA-Mutation vorliegt, was wir im Prinzip heutzutage testen sollen, zumindest wenn die Patienten lokal fortgeschritten sind, dann hätten wir auch noch einen PARP-Inhibitor in der Post-Neoadjuvant-Therapie dabei, sodass wir ganz, ganz viele Möglichkeiten haben. Und ich denke, da muss man jetzt so ein bisschen einen Plan machen, wie man das am besten macht. Ich habe mir mal Gedanken gemacht und wir können ja mal anfangen bei den sehr kleinen Tumoren, kleiner 5 mm, nodal negativ, triple negativ. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Natürlich sind die auch nicht ganz ohne Risiko. Aber wenn man sich so die Analysen anschaut, die dazu gemacht worden sind, dann sagen die meisten Kollegen, egal, auch wenn da jetzt 5% Rezidive nach 10 Jahren auftreten und mit der Chemotherapie sind es dann halt nur 4% oder so, bei Tumoren kleiner 5 mm würden wir eigentlich im Allgemeinen keine adjuvante oder neoadjuvante Therapie empfehlen. Aber bei 5 mm aufwärts, ich habe auch Patienten, da habe ich dann gesagt, tut mir leid, der Tumor, der ist nur mal 7 mm groß, da müssen wir was tun, ne? Weil das sind dann wirklich die aggressiven Tumoren und die fangen auch gerne früh an zu disseminieren. Und wir würden also bei einer Patientin mit 7 mm entweder ein Platin, ein solches, also auf jeden Fall ein platinhaltiges Schema geben, entweder in der Form, wie jetzt das hier bei Frau Leubel geprüft worden ist, mit Platin, Taxan. Wir nehmen dann meistens Napaclitaxel, weil das dann etwas wirksamer sein soll und anschließend dann Epirubicin Cyclophosphamid. Oder aufgrund von einer amerikanischen Studie würden wir möglicherweise das Anthracyclin auch in der Situation weglassen, um die Herznebenwirkungen zu vermeiden. Dann kommen wir zu den Tumoren, die größer 2 cm sind. Das wären Situationen, wo ich jetzt drüber nachdenken würde, dass da eigentlich der Antikörper, dieser Immun-Checkpoint-Inhibitor hineingehört. Das heißt, diese Patienten würde ich dann jetzt behandeln mit dem Schema, was der Peter Schmid benutzt hat. Also das war Carboplatin mit Napaclitaxel, gefolgt von Epirubicin und Cyclophosphamid im dreiwöchentlichen Abstand. Das wäre so ein bisschen eine Modifikation unseres früheren Schemas, aber das müssen wir wissen, dass diese Anthracycline auch noch immunogen sind, also wichtig für die gute Wirksamkeit vom Immun-Checkpoint-Inhibitor. Und dann würde ich wahrscheinlich dieser Gruppe größer 2 cm auf jeden Fall den Immun-Checkpoint-Inhibitor dazugeben. Dann haben wir die Patienten, die jetzt auf die Therapie nicht ansprechen. Und da müssen wir natürlich überlegen, was wir machen. Da haben wir noch gar keine Daten. Wenn die keine Mutation haben, also so normaler Wildtyp sind für BRCA, 1 BRCA2, dann würden die Patienten ja normalerweise Capecitabine für 8 weitere Zyklen bekommen, also 8 Monate. Gibt es keinen Test dafür, ob sich das mit dem Pembrolizumab verträgt. Das ist nicht getestet worden. Also da haben wir eine offene Frage. Da muss man Erfahrung sammeln. Und die zweite Frage ist, ob man Olaparib
Also wenn die Patienten eine Mutation haben, dann würde man das Olaparib einsetzen, was ja doch mal deutlich nochmal die Rückfallrate senkt. Da gibt es in der Tat Erfahrung, das funktioniert zusammen mit den Immuncheckpoint-Inhibitoren und die Nebenwirkungen sind wohl auch übersichtlich. Insofern kann man wohl sagen, ja, es macht wohl nichts aus, man könnte es wohl kombinieren. Ich denke nur, man muss auch ein bisschen die Biologie untersuchen, ob die Checkpoint-Inhibitoren tatsächlich die gleichen Zellen treffen wie die PARP-Inhibitoren. Also ob die Kombination dann nur ein rein statistischer Effekt ist und es gar keinen Sinn macht, es zu kombinieren, oder ob tatsächlich hier ein Synergismus da ist, der einfach nochmal die Therapieeffektivität erhöht. Und dann würde das Olaparib für mich ein idealer Partner sein für das Pembrolizumab. Aber wie gesagt, das ist noch weit weg von der Klinik. Es gibt Kollegen von mir, die sagen, würde ich auf jeden Fall machen, wenn die Bedingungen stimmen. Ich denke, ich muss da nochmal mich ein bisschen belesen zu dieser Frage, was da biologisch dahinter steckt und ob man es machen darf. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass auch in der noch heilbaren Situation neoadjuvant und adjuvant, postadjuvant, also nach der ursprünglichen Therapie und der Operation, dass sich da auch einiges tut. Absolut. Also bisher hatten wir ein Tool, nämlich Chemotherapie, und das haben die Patienten maximal bekommen, seit einigen Jahren in der Form, wie die Frau Leubel das dargestellt hat. Und jetzt sind wir plötzlich so, dass wir sehr individuell vorgehen müssen, beim kleinen Tumor anders als beim großen Tumor und bei Ansprechen anders als beim Nicht-Ansprechen und bei BRCA-Mutationen anders als nicht bei BRCA-Mutationen, also bei Wildtyp. Also da haben wir plötzlich ganz viele Subkategorien, für die wir individuell uns ein gutes Schema überlegen müssen. Daran arbeiten wir jetzt. Wunderbar, vielen herzlichen Dank.